So, und es geht wieder weiter mit Frostpunk. Genau, das letzte Mal kam die Ankündigung von dem Sturm, auf den wir uns jetzt noch knapp 5 Tage vorbereiten können. Dementsprechend lasse ich jetzt einfach mal laufen. So. Ach genau, hier hinten wollte ich ja noch. Stopp, 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 stopp. Sammelstellen. Ich brauche viel mehr Sammelstellen. Du musst. Besten zwei bedienen. Hier. Dich kann ich da nicht hinbauen. Oh, ist das Kacke. Naja, aber. Hier ist noch eine hin und hier noch eine hin. Ich hab eh viel zu viele Leute. Von daher können die auch alle mal was für ihr Geld tun. So. Und immerhin brauchen wir ohne Ende Kohle. Abfahrt. Oh, wenn ich das schon sehe, meine Nahrung. Bau das Ding jetzt mal jemand hier. So ein kleines Rohstoffdepot, was hat mir das gebracht? Nee, Hütte für fliegende Händler, Rohstoffdepot. 400 Nahrung. Das wird ja wohl reichen, oder? Dann muss ich ja die Essensküchen mal ein bisschen runterfahren. Aber wo waren die jetzt? Du warst doch ein Haus. Speisehaus. Dann mache ich euch mal einen Ticken runter. Und ich mache einfach mal eins komplett zu. Finito, aus, Ende. Dann brauche ich nämlich auch mein riesengroßes Lager nicht voll zu machen und nehme hier die Kohle. Bei dem mache ich dann Nahrung. Baut jetzt hier mal irgendjemand den ganzen. Sehr schön. Sehr schön. Das kann ich bauen, 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 bauen. Stopp, 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 stopp. So. Du kriegst jetzt hier Nahrung. Das ist wieder. Oh, das ist aber so wenig. Verdammte Axt. Dann mache ich erstmal dich noch als Puffer hier. Komm. Kann ich mir hier irgendwo Wirtschaft? Unterkunft, Krankenhaus, Feldkirche, Feldkirche, Feldkirche. Ich hätte aber gerne Lagerhäuser. Sehe ich nicht, ne? Kohlehaufen, Kohlehaufen, Kohlehaufen. Tja. Jetzt würde es mir richtig helfen. Rohstoffdepot, 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 Rohstoffdepot. Kohle. Dann mache ich dich jetzt noch zu einem. Und dann sehen wir weiter. Was bist du hier? Kohlegenerator. Ja. Kühl. Naja, muss ja nicht sein. So, habt doch genug Kinder, ne? Ja, Kinderarbeit an die Macht. 14 Stunden Abfahrt. Kinderarbeit. 14 Stunden Abfahrt. Ist euch kühl? Ja, dann kriegt da ein bisschen Kohle. Du kriegst gleich noch. Ach, dann bist du nicht fertig gebaut. Komm. Oh, stopp, stopp, stopp. Ich muss noch forschen. So. Generatorleistung. Brauche ich, glaube ich, unbedingt.
Lass mal die Reichweite. Ich mach's mal die Reichweite. So. Kinder an die Macht. 14 Stunden Schicht. Heizung. Okay. Dann. Oh, stopp. Warum wartet ihr? Oh, nein. Ach, du bist da. Erforschen. Der Preis des Überlebens. Die Speer bringen die Kranken wohlbehalten in die Stadt. Sind todkrank. Es ist ein Wunder, dass sie noch am Leben sind. Keinen Tag länger durch. Na, dann bringt sie halt in die Stadt. Komm, was soll der Geiz? Dich muss ich abbrechen hier, ne? Das lasse die Außenposten abbauen, sonst verrecken sie alle. Außenposten abbauen. Wähle ich dich jetzt aus? Typ. Komm bitte zurück nach Hause. Und du? Tja, du hast jetzt hier einen Tag. Das könnte knapp werden. Das könnte auch knapp werden. Dann würde ich fast sagen, ich muss dich auflösen. Was ist denn hier los? Keine sammelbaren Rohstoffe in Reichweite. Dann wirst du demontiert. Abfahrt. Trupp auflösen. Bringt Holz und Leute. Ja, komm. Work is over for today. Ich glaube, ich spinne. So, wenn dann wieder noch mehr Leute kommen. Brauchen wir logischerweise Häuser. Noch mehr verkackte Häuser. Ich hab. Wobei, ja doch, ich hab hier da ein Generator, da und da. Hier habe ich auch Knochen, ne? Habe ich hier einen und hier einen? Passt hier noch ein Haus hin? Naja. Mehr schlecht als recht. Die sind wenigstens noch in der Reichweite von der Kampfarena. Dann bauen wir jetzt hier noch zwei Häuser hin. Wir müssen hier weiter upgraden. Upgraden, upgraden, upgraden. Upgraden. Ah, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Oh Leute. Überlebende erreichen die Stadt. Ach so. So eine Gruppe Überlebender hat unsere Stadt erreicht. Sie sind müde und brauchen einen Platz zum Ausruhen, einen Haben zu essen und wahrscheinlich medizinische Betreuung. Aber sie sind bereit zu helfen. Schön. Was für ein Zufall, dass ich gerade zwei neue Häuser gebaut habe. Haben die ein Glück. Komm, mach noch ein wenig schneller. Was ist, du hast keinen... Oh, komm schon. Dann bauen wir hier noch eine Straße hin. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du kannst mir ja gucken. Achso, jo. Geht. Klar. So, dann werdet ihr genauso mit aufgelöst. Abfahrt. So. Was gibt's denn hier schon wieder? Betrunkene Schwarzseher? Etwa ein Dutzend Einwohner haben sich betrunken und sind durch die Straßen gezogen. Sie haben Frauen belästigt und gekrölt, dass wir
lieber Spaß haben sollten, bevor der Sturm uns alle tötet. Sie werden zum Ausnüchtern nach Hause geschickt, aber ihre Untergangsgerede beeinflusst Hoffnung und Unzufriedenheit. Ich habe eigentlich genug Leute, ne? Raus mit euch. Who the fuck cares? So. Du hast immer noch Lagerkapazität erreicht. Mein Gott. Feldküche. Nee, Feldküche. Warum habe ich hier nicht irgendwo noch eine verkackte Sammelstelle? Ja, das Ding ist aber schon so zugebaut. Mit Sammelstellen, das kann nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Kriege ich hier noch eine Sammelstelle hin? Und ich baue hier noch eine hin. Obwohl, die könnte das sogar. Dann ist die primär auf die hier gesetzt. Ja, ich glaube aber, das bringt mir nicht viel. Oh Mann. Tja, das kann man beim zweiten Durchgang alles besser strukturieren. Aber na gut, was bist du hier? Speisehaus. Produktion kann nicht folgen, ich benötige Nahrung. Jo. Das sehe ich. Würde ich sagen, bauen wir einfach noch ein. So weit raus kann ich nicht bauen. Aber ich glaube, da würde ich fast noch ein Rohstoffdepot hier einbauen. Also, Jäger. Jäger. Dass ich hier mit der Nahrung wirklich mal aus dem Pushen kommen. Jo. Fangt endlich an zu arbeiten. Was ist denn hier? Holy moly! Oh fuck. Ah, verdammt. Bist du voll, wenn ich dich jetzt so mache? Ja, wo bist du? Schlecht. Okay, ich brauche ein großes Lager. Das zählt alles nichts. Ich brauche ein großes Lager. Ich brauche ein Rohstoffdepot. Ah, verdammte Axt. Ah. Verdammte Axt. So. Baut mir das hin. Sehr schön, Generatorreichweite erforscht. Ja, ich habe so viele Arbeiter. Ich hoffe, dann komme ich da hin, ey. Wenn ich dich dann noch hochziehe. Eigentlich könnte ich gleich noch ein zweites bauen. Wenn ich dann, dass ich die Kohle bunkern kann bis zum Umfallen. Belastung steigt 25% langsamer und sinkt schneller. Das ist auch geil. Ich brauche Wärmedämmung im Gesund. Häuserdämmung, das ist glaube ich auch. Häuser werden wärmer. Ich glaube, das ist essentiell. Ja. Oh Gott, ich brauche Stahl, ey. Ich brauche viel mehr Stahl. Oh. Kann ich jetzt irgendwas erforschen, wo ich noch keinen Stahl brauche in der Zwischenzeit?
irgendwas Billo-mäßiges. Sieht schlecht aus, ne? Bau von Dampfkohlegeneratoren. Das haben wir alles schon. Uff. Treibhauswärmedämmung brauche ich auch. Beziehungsweise, dann muss es sein. Stahlkraftwerk. 24-Stunden-Schicht. 24-Stunden-Notfallschicht. Das muss sein. Warum genug ist euch da drüben? Ich brauche Kohle. Stahl. Nahrungsvorräte bereit. Das wird mindestens eine Woche reichen. Sehr schön. So. Um Himmels Willen, eine meine Kohle. Heilige. Boah. So, aber ich muss jetzt hier mal was erforschen. Erhöht die Temperatur in allen Wärmezonen um eine Stufe. Jo, brauche ich. Erforschen. Ja, jetzt könnte ich eigentlich ein Stahlwerk gebrauchen. Aber das müsste ich erstmal erforschen. Ha! Dann kann ich vielleicht noch ein Gesetz erlassen. Aber das bringt mir auch nicht mehr viel. Gibt es ja nicht mehr ein Duell, dann bringen sie sich nur um. Wobei, mittlerweile habe ich eh genug, ne? Unzufriedenheit wird dauerhaft verringert. Jedes spontane Duell verringert die Unzufriedenheit etwas. Manchmal sterben Einwohner. Habe ich genug. Komm, was soll's. Unzufriedenheit, weg damit. Ach ja, apropos, ich könnte ja mal wieder. Muss in unserem Tempel hier mal wieder ein bisschen predigen. Ordengebet. Du kannst doch auch noch irgendwas abhalten hier. Festpredigt. Essensration habe ich ja mehr als genug. Ah ja, schau an. Worte des Captains. Abfahrt. Hier, Alter. Unzufriedenheit bei null. So, weiter geht's. So, jetzt habe ich, was habe ich erforscht? Dich habe ich erforscht. Jetzt baue ich. Ich baue jetzt noch ein Lager. Ich baue jetzt noch so ein Kack-Rohstofflager. Jetzt noch so ein Rohstofflager. Abfahrt. Okay, das geht nicht durch. Dann lassen wir das. Und solange das noch forscht, baue ich noch ein Haus. Jo. Was bist du hier? Nee. 17 Stahl haben wir. Die Überlebenden werden nicht mehr gerettet, die haben Pech gehabt. Leichte Frostbeule. Ja, das kriegen unsere Ärzte schon wieder hin. Was? Gibt's ein Problem? Warum hast du hier gestoppt?
Oh, ist einer gestorben? Nein. Werkstatt. Sehr kalt, warum ist denn das sehr kalt? Hab ich irgendwas verpasst? Oh, aber auch eiskalt, sehr hohes Risiko. Oh. Hä? Was ist denn hier los? Oh, habe ich das gerade ausgeschalten? Huch. Ihr braucht es ja nicht. Ich glaube, da muss ich mal noch ein paar Generatoren bauen, ne? Ich komme mit der... Okay, es zählt alles nichts. Ich muss es so machen. Zumindest. Jetzt? Und jetzt habe ich kein Holz mehr. Ich werde wahnsinnig. Was ist denn hier los? Ja, immer her mit dem Essen. So. Dann lassen wir noch mehr scheffeln. Ach, ich habe kein Holz. Haha. Witzig. Rechtschaffende Reduzierung. Schön. Wo sind meine Krankenhäuser? Oh, ich gehe zu allen. Komfortabel, ey. Wir sind ja da viele Zusatzrationen. Abfall ausgelastet, ne? Zusatzration. Abfahrt. Was gibt's hier? Kranke, Tote. Gebete bei der Arbeit. Hoffnung sinkt. Der Arbeitsplatz ist den ganzen Tag lang inaktiv. Was soll dieser Arbeitsplatz? Eingeteilt, einmal haben halt Arbeit verweigert. Sie wollen ihre gesamte Schicht mit Beten verbringen. Seid ihr behindert? Sammelstelle. Ich glaube, es hackt. Warte mal. Ihr wolltet hier noch unbedingt beten, ne? Was habt ihr davon? Ich glaube, ich spinne. Komm, Abfahrt. So, jetzt kann ich noch wieder eine bauen, ne? Oh, großes Rohstofflager. Dass ich noch mal was für die Kohle habe. Genau. Dich noch mal für die Kohle. Der Generator ist bereit. Wir haben getan, was wir konnten, die Heizleistung des Generators zu steigern. Puh. So, jetzt können wir wieder was erforschen. Nein, jetzt haben wir wieder kein Holz. Ich werde wahnsinnig. Gut, jetzt würde ich primär auf die... Dampfkolonien bringen mir nicht viel. Sammelstellen. Die wären wichtig. Aber was, glaube ich, auch äußerst wichtig ist, wäre das hier. 100 Häuserwärmedämmung. 120 Holz. Dann muss ich jetzt aufs Holz warten. Wieder mal. So,
Ja. Jetzt aber Krankenhaus, Briefliste, Häuserwärmedämmung. Häuser werden wärmer. Ja. So. Gut, dann habe ich dich jetzt voll. Dann mache ich da jetzt erstmal Kohle. Dass ich hier noch Kohle pumpen kann bis zum Umfallen. Naja, die Kälte ist ja egal. Dann schaue ich mir dich jetzt mal an. Ach, du bist gleich auf 4 gesprungen. Oh, warte mal, Paul. Oh, 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 oh. Heilige. Brauche ich das überhaupt? Die sind halt alle noch kalt, ne? Oh, ist ja was sehr warm. Brauche ich eigentlich nicht, oder? Mein Gott, mein Gott. Dachte ich mir. Was ist, wenn ich dich ausmache? Kalt, 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 kalt. Gut, dich kann ich definitiv nicht ausmachen. Ja, die Sanitätsstation konnte ich auch nicht ausmachen. Gut, ob ich das jetzt groß gelohnt hat. So, dann mache ich aktuell, na gut, gleich nicht mehr. 4000. Gut. Na gut, essentiell ist für mich die Wärmedämmung. Jetzt baue ich hier überall mal noch meine Häuser hin, dass ich wirklich überall ein Haus habe. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich habe auch viel zu viel Häuser, kann das sein? Ist überhaupt niemand drin? Jo. Schauen wir mal kurz in den Tempel. Kann ich wieder was machen? Nein, dann nicht. Die Chance habe ich verwirkt. Jetzt lassen wir kurz noch die Nacht rumgehen, weil ich kurz wissen will, wie viel Feldküche Essensration gewinnen. 800 pro Tag. Gewinn an Rohnahrung. Ach, da drüben sieht man das. Okay. Essensration gewinnen 800 pro Tag, Nahrungsmittelverbrauch, also mache ich 200, 400, okay, verstehe nicht ganz, aber okay, Nahrungsmittelkapazität, ach nee, Rohnahrung gewinnen, 400 am Tag, 400, okay, bin ja gespannt. Kampf um die Vorräte. So, gestern Abend ist zwischen ein paar Arbeitern ein Streit gekommen. Manche von ihnen wollten den Anteil von Rohstoffen, die in ihrer Anlage produziert wurden, damit sie sich auf den Sturm vorbereiten. Unzufriedenheit steigt. Das ist nicht schön. Das konnte ich bauen, dass die Unzufriedenheit nicht mehr steigt. Und diese komische Arena. Kampfarena. Hier eine, drüben eine.
kann ja nicht schaden, ne? Ja, ich will mal bitte noch kurz gucken, wie viel Nahrung ich jetzt auf einmal kriege, wenn hier die Nacht vorbei ist. Hallo? Wenn die Nacht vorbei ist. Fünfzig, 180, 210, 240, 270. Ach ja, was ist denn los? Vorratslager gestürmt. Eine Gruppe von verärgerten Einwohnern hat die Vorratslager gestürmt und begonnen, unsere Vorräte zu plündern. Wir konnten sie abwehren. Aber sie fordern Holz und zum Heizen zur Verstärkung ihrer Unterkünfte. Wir bräuchten 1200 Holz. Seid ihr bescheuert? Einwohner könnten verletzt werden, ist mir egal. Die Stadt kommt, löst die Menge auf. Zwei Verletzte geschenkt. So, wie viel Nahrung kriege ich denn jetzt hier? Wirklich die 400, ne? Die Hälfte wird ja schon wieder umgewandelt. Alter, warum steigt... Alter, meine Unzufriedenheit, holy. Ach so, Unzufriedenheit, logischerweise. Ist gestiegen, weil... hier alle frieren. Dich machen wir noch kurz an. Dich machen wir auch noch kurz an. Bist du an? Nee, dich machen wir an. Beziehungsweise nicht bei dir an. Weil bei dir... war ja mal eine Stufe hoch. Müsste das ja passen. Jetzt bist du hochgefahren. Ja, easy. Alles wunderbar warm. Nur du nicht, was bist, was ist mit dir los? Oh, ich werde wahnsinnig. Lebt überhaupt jemand drin? Kind. Kann ich dich einfach... Baracke. Baracke. Haus. Sehr kalt. Wegen dir einem Ding, welche muss ich jetzt hier. Boah. Naja gut, da mache ich dann gleich beim nächsten Mal, für mich nächsten Mal weiter und für euch geht es jetzt sofort weiter. So, wie gesagt, für mich gab es einen kleinen Cut, aber es ist der nächste Tag, für mich geht es genauso weiter. Genau, wir hatten ja noch Tag 41, ja, wir lassen einfach mal weiter laufen. Hier soll ja eigentlich alles Häuserwärmedämmung erforscht, na perfekt. So, nehme ich dich. Überlastung, schön und gut. Ne, ich brauche hier, glaube ich, noch Wärmedämmung, Gesundheitswesen. Ja. Ne, brauche ich auch nicht. Treibhauswärmedämmung. Industrie waren, glaube ich, auch nicht mehr so besonders. Speer ist jetzt eh alles durch. Das wäre geil.
fortschrittliches Stahlwerk. Ah ne, das wäre natürlich, ja, ich nehme dich. Die Dämmung, dass dann nur noch ein bisschen gesammelt wird. Gut, Abfahrt. Okay, das läuft alles. Ich baue mal noch ein paar Häuschen. Einfach, dass hier alles safe ist. Eins geht noch, ne? 17 Holz, perfekt. So, was dir ist kalt hier? Ah ja, dann mach halt an das Ding. Erträglich, reicht uns. Kühl. Geringes Risiko. Reicht uns genauso. Gerettet wird hier keiner mehr. Nahrung habe ich en masse. Kohle habe ich. So, jetzt sind die Sammelstellen bestimmt alles sehr warm, wa? Komfortabel. Oh, dann mache ich euch gleich mal aus hier. Ah ja, da wollte ich noch ein paar bauen, ne? Noch ein paar Dampfgeneratoren. Jetzt wird erstmal weiter erforscht. Huch. Und zwar, das ging ganz schön fix. Tja, was nehmen wir denn jetzt noch? Dampfkohle, pumpt Hochdruckdampf. Brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe ja eh zu wenig Sammelstellen. Tja, brauche ich jetzt mehr Holz oder mehr Stahl? Oder gehe ich doch eher Richtung Wärmedämmung im Gesundheitswesen? Wäre natürlich auch ganz geil, ne? Ich glaube, das sollte ich momentan machen. Wärmedämmung. Okay. Was passiert? Nö. Sehr kalt. Ist auf einmal sehr kalt. Oh, er macht mich fertig. So. 80 habe ich gebraucht, ne? Für die Wärmedämmung. Wo war es? Wärmedämmung, Gesundheitswesen. Perfekt. Abfahrt. So. Das steigt alles hier. Ey, fuck, wie kalt wird das denn? Scheiße. Ein paar Kranke, die können wir wegstecken. Rufe alle Speer und Außenposten zurück. Hab ich doch schon. Warum hat es jetzt wieder gestoppt? Dann mache ich es halt unbedingt so, wenn ihr das so wollt. Auflösen. So, bis jetzt zufrieden. Alle Teams sind zurück in der Stadt. Alle, die außerhalb der Stadt in der Mission waren, sind zurück. Falls man bei der Kälte aufs uns zukommt, von Sicherheit zu sprechen, ja genau. So. Dann weiter geht's. Oh, was ist jetzt los? Shit. 80 Grad, Alter. Aber noch geht's, oder? Erträglich kühl. Na gut, ich kann ja noch einschalten. Kohlegenerator. Du brauchst. Achso. Gut, stoppen wir mal. Jetzt schaut alles gut aus. Kohlegenerator, aber da sind eh die Dings drin. Schaut gut aus, dafür, dass ich hier Feldküche kühl. Müssen wir dich mal noch einschalten. Speisehaus kühl. Da ist eh keiner drin, ne? Dachte ich. Doch. Na, dann musst du doch mal gewärmt werden. Was ist mit dir hier?
Was los hier? Tipp einer Gläubigen. Aber du bringst mich auf eine Idee. Ich kann doch mal wieder. Hoffnung steigt, Unzufriedenheit sinkt. Abfahrt. So, dann machen wir mal wieder ein bisschen. Und dann ist es ja auch schon wieder fast soweit. Oh, stopp. Ich kann noch. Oh, stopp. Häuser, Häuser, Häuser upgraden. Zack, 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 zack. Perfekt. Dann habe ich alle Häuser. Holz habe ich ohne Ende. Und Nahrung auch. Naja, gut. Ich sag mal, gleich dürfte jetzt eh hier Schicht im Schacht sein, ne? Wärmedämmung im Gesundheitswesen, wunderbar. Dann kann ich jetzt vielleicht noch was Schönes erforschen. Bist du die Waffen? Bist du 45 Jahre pro Jagd? Ja, dann immer ein Drittel mehr. Ich glaube, das werde ich jetzt. Ah ne, oder dann mache ich dich noch. Dann brauche ich 80. Gut, dann warte ich noch kurz. Mal den nehme ich noch besser und dann ist sollte ich optimal gerüstet sein, gewappnet, gerüstet, was auch immer. Hoffe ich zumindest. Ja. Schalte es hier aus. Eigentlich kann ich doch momentan. Ich fahre immer noch eins zurück, oder? Easy. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Na komm. Jetzt ist es soweit. Warum passiert nichts? Achso. Unzufriedenheit, Hoffnung. So. Sturm erreicht die Stadt. Ein tosender Sturm fegt über die Stadt. Der Generator ächzt und knackt unter der Kraft des Windes. Blasse Gesichter wenden sich zu den scheppernden Fenstern. Zitternde Lippen sprechen Gebete. Die Kälte. Wird grausam sein. Jagen ist unmöglich. Die Erde in den Treibhäusern wird gefrieren. Wir werden mit den Nahrungsmitteln auskommen müssen, die wir gelagert haben. Gut. Minus 90. Okay. Sanitation, Abfahrt. Du, Stufe hoch. Noch ein Wärmezirkel raus. Und dann schauen wir mal, was passiert. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, stopp. Dich schalt mal an, dich schalt mal an. Der Tempel ist eiskalt, das ist nicht schön. Dann haben wir wieder eine Predigt. Und ein Wort von Captain. Bisschen Zufriedenheit reinkommt. Feldküche kühl. Ist egal. Was bist du? Kohlegenerator, du bist auch egal. Dampfstahlwerk habe ich dann. Ah, na gut, dann sollte ich dich vielleicht anschalten. Und dich genauso. Jo, was warst denn du? Ach, bei dir war noch Automaten. Nee, waren sie nett. Automatone, Tone drin. So, schalten wir alles mal an. Wie schaut's jetzt aus? Soweit, so gut, glaube ich, ne? Kühl.
Was ist denn mit meinem Kohleverbrauch? Schaust denn aus? Rückläufig. 1000. Da komme ich 16 Tage hin. Easy. Dann machen wir. Was erforschen wir noch? Jo. Zusätzliche Speer. Nee, das brauchen wir alles nicht. Dann würde ich jetzt tatsächlich aufs Stahlwerk gehen. Treibhausdämmung. Treibhausauswahl. Gut, du machst mehr Nahrung. Ich kann auch dich machen. Weil rohstofftechnisch bin ich ja eigentlich mehr als. Ach komm, was soll's. Naja, dann lassen wir es jetzt über unser gehen, oder? Oh, warte mal, ich brauche noch ein Lager. Ich brauche noch zwei. Ach ey. Solche Luxusprobleme hier, ich brauche Depots. Scheiße. Ja, was soll's. Ich glaube, jetzt muss ich aber mit den Lagern mal haushalten und hinkommen. Weil die brauchen ja auch auf dem Platz. Abfahrt. Fortschrittliches Stahlwerk erforscht. Stahl. So, diese moderne Anlage fördert Eisenerz aus unterirdischen Vorkommen und produziert bis zu 130 Stahl pro Standardarbeitstag. Dann werden doch die hier gleich mal abgegradet. Chuck. Und Chuck. Und. War das clever? Ja. Genau, mehr gibt's nicht. Dann erforschen wir mal den Mauerbohrer noch. Und dann mache ich gleich einen fortschrittlichen, würde ich sagen. Dich brauche ich nicht. Mach dich. Jo. Abfahrt. Wie sieht's denn aus hier? Mit der Kälte. Eiskalt. Oh, das ist nicht gut. Bringt mir das jetzt was, wenn ich da jetzt noch einen Kohlegenerator hin bastel? Wenn ich jetzt wieder finden würde. Werkstatt, Dampfzentrum. Oha. Speisehaus, oh. So unschön. Feldküche kühl, beziehungsweise mache ich das Ding mal an hier. Eiskalt. So, Hoffnung am Tiefpunkt. Einsturzgefahr. So, einer unserer Ingenieure möchte Sie sprechen. Er ist besorgt wegen der Gefahr. Wir tun, was wir können, um die Minen zu beheizen, aber die Luft aus den Schächten zu pumpen, ist es so kalt, dass hydraulische. Aha. Okay. Ich meine, ich habe mich jetzt auf Maximum gefahren, ne? Jo. Puh. Komm, mach mal weiter. Wie geht's denn los hier? Mach mal weiter. So, Arbeitstag. Unzufriedenheit ist gesunken. Es wird noch kälter. Seid ihr besoffen?
Shit. Bringt mir das was, wenn ich die hier mitten reinbaue? Was haben wir hier? Das passt ja eigentlich alles. Rohstofflager, das ist ja egal. Dampfkohlemine ist alles noch erträglich. Aber hier in der Mitte schaut es schlecht aus, ey. Krankenhaus kühl ist nicht gut. Krankenhaus kühl ist auch nicht gut. Wo ist es denn eiskalt hier? Kohlegenerator. Ach, können wir einen Heizkörper einschalten? Sehr schön. Puh. Ja, mach, bastel mal. Die Minen frieren ein, um Gottes Willen. So, es ist so kalt, dass die hydraulischen Deckenstützen unserer Kohlemine ausfallen. Wenn die Tunnel einstürzen, werden die unteren Ebenen abgeschnitten. Wir sollten sie entweder verlassen oder Freiwillige hineinschicken, um die Stützen zu ersetzen. 10 Freiwillige werden, einige von ihnen können sterben. Wir haben noch genug. Rein mit euch. Scheiße. 30 Einwohner sind gestorben. So, jetzt ist meine Frage, wenn ich du jetzt hier angehst. Bringt mir überhaupt nichts, ne? Ne, null. 0,0000 bringst du mir. Nee, du sollst anbleiben. Wärmestufe. Puh. Gut, schön, dass ich dich hochgepumpt habe. Damals dich auch gleich noch. Puh. Sammelstelle kühl. Nee, das geht nicht. Feldküche. Theoretisch, vielleicht könnte ich mal auf 10 Stunden zurücksetzen. Achso, ich habe geschafft 10 Stunden, schön. Aber ich könnte ja mal auf 10 Stunden zurücksetzen. Warum sind die nicht... Wo sind meine ganzen Kinder? Was bist du? Werkstatt. Frechheit. Aber übertakten will ich das Ding eigentlich immer noch nicht. Ich habe ja noch ein paar Tage. Ha. So, jetzt wird's spannend. Emma Braidstone. Ach, was habe ich das aus erwischt? Ha. Mehr Hände gebraucht. So, es ist, hat nicht gereicht, mehr Freiwillige zur Aufrechterhaltung in den Betrieb der Mine zu schicken. Es gibt gar keinen Einsturz. Entweder schicken wir noch mehr Leute rein, um den Tunnel freizumachen und die restlichen Stützen zu ersetzen, oder die Opfer der Erstgruppe waren vergebens. Naja, dann noch mehr Leute reinschicken. Zählt ja alles nichts. 15 Einwohner gestorben. Aber die Hoffnung ist gestiegen. Schön. So, was kann ich denn jetzt noch erforschen? Puh. Sammelstellen, Dämmung, 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 Dämmung. Was bringst denn du mir hier? Kohle, Dampfminen, arbeiten effizienter, das bringt mir nichts. Ich brauche Sammelstellen. Du würdest mir auch noch was bringen. Schnelleres Heilen. Hier habe ich ja alles. Dann heilen wir unsere Leute schneller. Ja, abhaut. Und was ich vielleicht machen kann.
Wie viele solche Dings habe ich denn? Ein Dampfkern. Wie viel habe ich? 8. Bauen. Bauen. Ich glaube, hoffe, die sind da besser gedämmt. Ha. Da brauche ich 3 fortschrittliche Kohlemine. Aber es geht ja perfekt auf. 1, 2. So, dann mache ich mal ein Lager hier mit Holz voll, dass ich hier wieder den Puffer bekomme. Meine Nahrung geht da so gut wie eine Drohne, ne? Das ist erstaunlich. So, Krankenhaus. Du brauchst mal... Oh, warum bist du nicht voll besetzt? Zusatzration, bitte, danke. Krankenhaus. Zusatzration, bitte, danke. Minus 100 Grad, ey, das ist doch Irrsinn. Alter. So, jetzt ist es überall kalt. So, dann muss ich dich jetzt in Overdrive schicken. Bin ich gespannt. Minen funktionstüchtig, jawohl. Aber die Kosten waren hoch. 45 unserer Einwohner haben ihr Leben gegeben. Naja, wir hatten ja genug. Um ehrlich zu sein. Wie schaut es denn jetzt hier aus? Mal schauen, dass ich hier überall genug Leute drin habe. Feldküche. Was bist du? Sammelstelle. Kinder an die Macht. Überall noch Werkereien. Chuck, chuck, chuck. Was bist du? Fortschrittliche Kohlemine. Die dürfen doch jetzt auch richtig gut gedämmt sein, oder? Ja, ey, mega. Was bist denn du hier? Der hat wieder Vorräte gefunden. Aber der Lachs läppt. Behaupte ich. Weiß, ja. Krankenhaus, Briefliste erforscht. Schön. Wie weit bist du? Hast noch Platz? Bist du am Rad drehst? Tja. Sägewerk? Ich brauch kein Sägewerk. Dann machen wir halt doch den Mauerbohrer noch. Achso, den wollte ich eigentlich. Ach, naja, gut, das habe ich umsonst gebaut. Was soll's? Jo. Eiskalt. Kampfarena, na gut, ist ja egal. Oh, es findet ein Duell statt. Cool. So, jetzt wird's nochmal Keller, oder? Oh, es tütelt. Tja, dann ist wohl schon wieder Schluss und wir werden das Ende des Sturms erst in der nächsten Runde sehen. Bis dahin, ciao, ciao.